Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu meinem Minecraft-Special. Dieses Mal werde ich mich nicht auf den Gommes-Server begeben, sondern werde auf den Hive-Server, ja, Hive-Dings heißt der bei mir, auf den Hive-Server gehen und werde mich hier, ich finde das ganz cool, was da oben steht, Welcome back, Atarek, werde mich hier den Spielen widmen. Ja, das kann ich auch, denn das kann ich auch, passt mal auf. Ich kann aber wuffen. Ich wuffe. Ach, ich glaube, es wufft und miaut gleichzeitig. Kann das sein? Ach, egal. Jedenfalls würde ich mich... How much is the sheep perk thing? I can see how many dogs. Normalerweise ist es eigentlich auch ein deutscher Server. Glaube ich zumindest. Ey! Mich beschießen! Ich nehme gerade auf, Mann! Mod 222PL. Sauerei. Kann ich auch treffen. Aua! Na! Okay, ich habe mir überlegt, hier werde ich so die Spiele Hide and Seek werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Block Party eventuell. Splag finde ich auch ganz cool und auf jeden Fall aber auch Herobrine. Herobrine? Egal. Jedenfalls, das ist auch ein Spiel, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, weil das einfach ultra genial ist. Und richtig cool wäre es natürlich, wenn ich selber dann die Herobrine wäre. Aber das kann man sich ja meistens nicht wirklich aussuchen. Ich würde aber ganz gerne mit Hide and Seek anfangen. Und... ja. Ich habe das schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Es kann gut sein, dass da jetzt auch neue Maps dazugekommen sind, dass da neue Blöcke dazugekommen sind. Und... ich schaue einfach mal, wo hier ein Spiel ist, in das ich gut reinjoinen kann. Am besten eins, wo nicht so furchtbar wenige drin sind, dass man nicht so ultra lange warten muss. Das sieht doch ganz gut aus. Okay, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns gleich im Spiel. Hey ho zusammen und willkommen im Spiel. Da unten seht ihr den Countdown runtergehen. Bei 20 Sekunden bekommen wir einen Kompass. Das Voting hat ergeben, dass die Map Shipyard gewonnen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Ich bin mir aber deshalb auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt einen Eisblock nehmen sollte und ob der nicht so auffällig wäre. Scheiße, jetzt habe ich gar keinen genommen. Jetzt bin ich nur Workbench. Toll. Naja. Ah, Mist. Okay, ihr müsst euch am Anfang auf jeden Fall mit dem Kompass einen Block aussuchen. Wenn ihr das nicht tut, seht ihr ja, was passiert. Ihr kriegt irgendeinen random Block und seid dann halt das, was euch das Spiel quasi als Block gegeben hat. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Eigentlich wollte ich da hinten hin, glaube ich. Auf jeden Fall ist hier... oh Gott, scheiße. Nein, der Seeker kommt schon. Hey! Okay, hier oben ist auf jeden Fall der genialste Platz, um sich zu verstecken. Zumindest sobald man ein Holzschwert bekommen hat. Jetzt wäre es natürlich wunderbar sinnig gewesen, wenn ich so ein Woodblock gewesen wäre. Weil dann wäre ich gar nicht aufgefallen. Also wenn ich... ihr müsst euch am Anfang auf jeden Fall einen Block aussuchen. Wenn, man kann natürlich am Anfang nie wissen, wie sind die Maps aufgebaut. Und das merkt man erst, wenn man die Spiele ein paar Mal gespielt hat. Dann erkennt man die Maps wieder, dann weiß man, wann welche Map und so, ne? Und welchen Block man am besten nehmen sollte, weil dann hat man auch die besten Verstecke raus. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gespielt, deswegen wusste ich leider nicht, welche Map das ist und welchen Block ich hier am besten nehmen sollte. Für diejenigen, die das Spiel überhaupt nicht kennen, mal eine kurze Erklärung. Hide and Seek ist quasi nichts anderes wie Suchen und Verstecken. Das erklärt das ja schon, wenn man es alleine auf Deutsch übersetzt. Und das heißt, es gibt, Entschuldigung, es gibt 24 Spieler. Von diesen 24 Spielern werden 23 Spieler ins Spiel reingeworfen als Hider. Und einer wird ausgesucht, der Seeker ist. Nein, 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 nein! Puh. Knapp überlebt. Das war gerade ein Seeker. Ich habe unglaublich viel Glück gehabt, dass ich gerade in diesem Moment das Holzschwert bekommen habe. Wahnsinn. Wo war ich stehen geblieben? Einer der 24 Spieler wird ausgewählt, der ist dann Seeker. Oh Gott, wir verlieren das. Oh Gott, wir werden das so verlieren. Nein! Nein! Ja, scheiße! Okay, zwei Heiter fehlen noch. Boah, ist ja Wahnsinn. Das ist diesmal extrem schnell gegangen. Zwei Heider noch. Wenn wir die jetzt noch kriegen, haben wir gewonnen. Also,
Die Haider sind quasi. Ich habe gar nicht genug Zeit zum Erklären, Mann. Wir haben gleich schon gewonnen. Es ist quasi so, die Haider suchen sich am Anfang einen Block aus und dieser Block sind sie dann. Die werden dann als dieser Block dargestellt. Wie ihr vorhin gesehen habt, sind hier Workbenches und ach, wir haben gewonnen. GG. Wie ihr gesehen habt, sind hier Workbenches rumgeflogen und Holzblöcke und das sind halt die Haider. Und die müssen sich halt irgendwo verstecken. Und ich denke mir, jetzt gehe ich einfach direkt ins nächste Spiel rein, dann kann ich weiter erklären. Da oben. So. Die müssen sich dann irgendwo verstecken. Und sobald sie einen Platz gefunden haben, wo sie sich verstecken möchten, müssen sie da stehen bleiben. Dann geht da oben diese, hier oben in dem Bild, diese lila Leiste, die gibt es im Spiel auch. Lotus. Oh, Lotus finde ich geil. Da weiß ich, welchen Block ich nehme. Den Eisblock. Also, wie gesagt, das kann ich euch auch gleich zeigen. Dann geht da oben diese lila Leiste runter. Sobald die ganz unten ist, ist man solid. Das heißt, man ist fest. Man ist ein fester Block. Und man integriert sich quasi in seine Umgebung. So, hier, wie ihr seht, die 100.000 Blöcke springen hier rum. Aber man sieht halt noch, dass es keine festen Blöcke sind. Das sind halt Blöcke. Hier gibt es übrigens auch keinen Fallschaden. Es sind alles Blöcke, die... ja, wo man sieht, dass die bewegen sich ja auch alle. Und deshalb sieht man quasi, dass sie, die sind halt nicht solid. So, jetzt habt ihr vielleicht oben drauf geachtet, wie sich mein Balken oben geleert hat. Dann steht da unten in dem Chat irgendwann, you are ice block. Also, da bin ich halt solid. Eigentlich würde es heißen in ice block, aber ist egal. Jedenfalls bin ich jetzt ein solider Eisblock, bin in meine Umgebung integriert und die Seeker sind ausgerüstet mit einer Eisenrüstung, mit einem Diamantschwert, weil es gibt halt auch viele Haider, die dann von zu fünft und sechst auf den Seeker einkloppen, um den zu töten. Bringt nichts, weil er joint sowieso direkt wieder neu, aber die machen es halt trotzdem und damit er halt die Haider auch schnell töten kann. Ne? Wenn er sie gefunden hat, muss er sie halt töten, um sie halt auch zum Seeker zu machen. Jeder Haider, der gestorben ist und gefunden wurde, der wird dann zum Seeker. Wie ihr gesehen habt, es gibt schon wieder 5 Seeker und in der letzten Runde habt ihr ja auch gesehen, es ging wahnsinnig schnell und da waren schon alle Haider tot. Und ja, das ist dann quasi der Sinn des Spiels. Ein Seeker wird ausgewählt, um alle zu suchen und alle Haider zu Seekern zu machen, sozusagen. Wenn die Haider es tatsächlich schaffen, ihr seht da, dass das Sekunden rechts im Bild, jetzt haben wir wieder das Holzschwert bekommen, dass da Sekunden runtergezählt werden. Wenn diese Sekunden vorbei sind, ist auch das Spiel vorbei. Also wenn es bis dahin die Seeker nicht geschafft haben, alle Haider zu finden, ist das Spiel dann auf jeden Fall vorbei. Und wenn es tatsächlich noch Haider geben sollte, und wenn es nur einer ist, dann hat dieser Haider gewonnen. Also dann haben die Haider an sich gewonnen. Und kriegen halt eine Menge Punkte. Und wenn es aber tatsächlich die Seeker, wie gerade geschafft haben, sämtliche Haider zu töten, ist das Spiel natürlich auch vorbei. Und dann haben die Seeker dieses Spiel gewonnen. Und kriegen dann natürlich auch dementsprechend Punkte. Je nachdem, wie viele Haider man getötet hat, bekommt man dann natürlich nochmal einen Ticken mehr Punkte drauf, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wie ihr hier schon sehen könnt, springen hier jetzt die ganzen Seeker durch die Gegend und suchen die Haider. Ich habe hier jetzt ein sehr, sehr geniales Versteck. Quasi, ich bin ein in diese Umgebung integrierter Eisblock. Deswegen bin ich halt wirklich sehr schwer zu finden. Das sind so kleine Verstecke, die man sich hin und wieder da mal ausgetüftelt hat, wenn man dieses Spiel länger gespielt hat. Ich finde es eigentlich ein sehr, sehr cooles Game. Und auch als Seeker macht das Spiel unheimlich viel Spaß. Nur man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn... Ich glaube, ich mache auch gleich da nochmal eine Runde als Seeker. Oder versuche zumindest eine Runde als Seeker zu machen. Lasse ich mich halt einfach direkt am Anfang töten oder so, keine Ahnung. Dass ich euch mal zeigen kann, wie das Spiel so als Seeker ist. Weil es ist nochmal was ganz anderes, wenn ihr die ganze Zeit rumrennen und die Leute suchen müsst. Weil es ist auch wirklich manchmal richtig, richtig tricky, die Leute zu finden. Wie auch gerade jetzt hier mein Versteck ist ja schon ein bisschen fies fast, glaube ich. Und es ist manchmal echt nicht so einfach, die Leute zu finden. Oh nein, oh nein, oh nein. Er hat mich gefunden. Nein, 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 nein. Nein. Puh. Hier haben die Seeker natürlich den Vorteil, dass die einen so ein bisschen einkesseln können. Oh nein! Nein! Nein, lass mich, Hilfe! Haha! Oh mein Gott, die haben sich nur um die Workbench gekümmert und haben mich total vergessen. Okay,
Ah, mein Gott. Ich könnte mich natürlich... Oh, nein, 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 er hat mich immer noch. Ah! Okay, ja, ich kann keine 90 Sekunden abhauen. Das werde ich auf keinen Fall schaffen. Ah, au, au. Okay. Hey, jetzt kann ich euch sogar noch zeigen, wie es als Sieger ist. Ich habe noch 80 Sekunden. Also jetzt am Anfang ist man dann natürlich immer in so einer Warte-Lounge. Hier, please wait. Person you've called is temporarily not available. Please call again later. Okay, jetzt bin ich halt offiziell als Seeker hier unterwegs. Und man muss immer die Blöcke so ein bisschen anpoken hier, um herauszufinden, ob das jetzt Heider sind oder nicht. Es können natürlich, wie ihr vorhin gesehen habt, auch es können Amboss sein. Glasblöcke gibt es, glaube ich, noch nicht. Ich weiß es nicht. Aber es gibt halt auch die Premium-User. Die können halt auch ganz exotische Blöcke teilweise nehmen. Deswegen muss man da ganz genau alles hier im Blick haben. Und es gibt natürlich auch Blumentöpfe. Ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt, aber wahrscheinlich gibt es die hier auch. Und diese Blumentöpfe, wenn die sich irgendwo hinsetzen, dann haben die automatisch ein Blümchen in sich. Deswegen, wenn man hier irgendwie Ausschau nach Blumentöpfen hält, da oben hängen Melonen. Dann muss man natürlich die Blumentöpfe in Erwägung ziehen, die ein Blümchen in sich haben. Das hört sich irgendwie falsch an. Oh, ups. Scheiße. Okay. Normalerweise gab es hier immer so riesige Berge von Items. Dann gab es hier so einen Ambossberg und so ein... Ja, jetzt habe ich natürlich keinen einzigen Heider gefunden. Das war natürlich ein bisschen blöd. Schade drum. Und die Heider haben halt alle tatsächlich 150 Punkte bekommen. Ja, also, schade, dass ich keinen gefunden habe, aber es ist einfach so, man muss wirklich, man muss die Blöcke kennen, die man auswählen kann. Und man muss auch ein bisschen, ich glaube, ich kann die Spieler mal wieder anmachen hier. Man muss halt auch ein bisschen das Spiel kennen, man muss die Maps kennen, man muss die Blöcke kennen und dann kann man auch, dann kennt man auch die besten Verstecke und weiß, wo man suchen muss und wo man sich am besten verstecken kann. Das da oben bei meiner ersten Runde war natürlich ein sehr, sehr geniales Versteck, aber ist mittlerweile halt auch schon so oft genutzt worden, dass dass die Seeker mittlerweile wissen, wo sie suchen müssen. Und ja, jetzt habt ihr halt auch, vielleicht hänge ich noch eine Runde als Seeker hinten dran. Ich guck mal, wie lang das Video mittlerweile ist. Dann gucke ich mal, ob ich da noch so eine kleine Siegerrunde hinten dran hänge. Ansonsten sage ich euch schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, diese Runde hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr verfolgt meine kleine Serie weiter. Wahrscheinlich werde ich beim nächsten Mal dann mit der Herobrine weitermachen. Herobrine, wie auch immer man es ausspricht, ist egal. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!